Among the Sleep heißt dieses Spiel. Hallo Martin. Hallo Daniel. Wir haben das Spiel schon mal gespielt. Es ist vor einigen Monaten die Alpha-Version dazu erschienen. Das hat uns ziemlich begeistert. Jetzt gibt es endlich die Vollversion und wir schlüpfen in diesem Spiel in die Rolle eines Zweijährigen, der mit seinem Teddybären unterwegs ist, sein verlassenes Haus und noch andere Dinge zu erkunden, aber wir wollen nicht vorgreifen. Kurze Info noch. Ja. Der Anfang soll jetzt aber anders sein, als wir damals die Alpha gespielt und das ist jetzt nicht identisch mit dem Anfang von dem Spiel. Also auch für uns und für euch wird das jetzt neu sein. Genau, also die Alpha begann, ihr könnt ja das Video nochmal anschauen, in einem Kinderbettchen und hier geht es nicht in einem Kinderbettchen los, sondern ich klicke auf New Story, das seht ihr gleich selber. Und los geht's. Ah, ich kann mich bewegen, ich kann mit Space klettern. Mit Control wechsle ich zwischen Stehen und Krabbeln. Das ist ungefähr so wie im wahren Leben. Und mit Click and Drag kann ich Türen und Schubladen öffnen. Schubladen? Schubloiden. Also das ist schon mal kein Kinderbettchen, oder? Kann ich mich schon umschauen? Kinderbettchen auf LSD vielleicht. Wow. Boah, ich bin eine Disco-Kugel. Das ist die Flasche. Das ist eine Flasche, wo du gerade durchguckst. Eine Trinkflasche. Ah, stimmt. Oder ein Glas. Ah, fast. Ah, ja, toll. It might break. Wir spielen also einen Tollpatsch. It'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Aha. Was gibt's hier? Ah, ja. Bisschen rechnen. Kannst du die Mutter vielleicht voll beeindrucken, indem du jetzt so voll komplizierte Rechnung dahin bastelst. Höhere Algebra. Da, Julio schmeißt einen Ball. Jetzt hebt den Ball auf. Wir kriegen Geburtstagskuchen. Cool. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Ja, mit Sternchen drauf. Happy birthday, sweetie. Wie sieht die denn aus? Wow, 2 years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Ich. Chugga, und chugga, einen chugga, für chugga, die Mama. Naja. Here it comes. Through the tunnel. Choo-choo. Das für dich. Oh. I'll be... right back. Warum reagiert nie so komisch, wenn es an der Tür klopft? Darfst du doch jetzt schon was nicht. Vielleicht ist sie alleinerziehend und keinen Besuch gewohnt. Wow, und was ist das für Scheiße? What? Das gefällt mir nicht. No! Hey, you. Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Oh my. How much cake did you have? Mein Geschenk? Das hat sich irgendwie mitgenommen. Es liegt nicht mehr auf dem Tisch. Ah, da ist es. Guck mal, die hat so eine Bernstein. So ein Bernstein-Amulett wie Sandra Maischberger. What? Grillbites Studio. Ah, geil, okay. Cool gemacht. Ihr habt doch auch The Plan gespielt. Ist das nicht auch von denen? Das ist auch von denen, ja. Das war auch sehr, sehr cool. Vor allem die Pointe. Hast du sie angeschaut? Nein. Nicht? Ich will es noch spielen. Ja, es dauert ja nur ein paar Minuten. Ja, deswegen will ich es halt auch noch einfach mal spielen. Aber was schiebt denn er für einen Film? Er dreht durch, wenn sie mal kurz nicht da ist. Er dreht aber jetzt auch schon durch. Ja, vielleicht war was im Kuchen. Die Art von Kuchen. Sehr cool, gefällt mir gut. Und ich sag's am besten gleich, ich kann es kaum erwarten, das mit Oculus zu spielen. Sag ich bestimmt noch ein paar Mal. Here we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Ui. Ein Teddykopf. Ein Kopf. Da ist auch ein Fanti. Ah. Die ist ganz schön gruselig. Ja, voll. Voll das verzogene Gesicht.
Hat es jetzt den Teddy gegeben? Ja, ne? Ja, da liegt das Geschenk ist nicht mehr da. Ja, wo ist er denn? Er ist mal eingesperrt, oder? Hallo. Ach stimmt, hat er nicht auch, haben wir ihn nicht aus der Waschmaschine geholt in der Alpha? Mhm. Weil der auch mit uns geredet hat irgendwo oder so? Ah, ich kann mich bewegen, okay. Left Mouse Button to pick up objects. Können wir schreiben damit? Was willst du denn schreiben? Fuck. Wir brauchen eigentlich nur F und U. Das ist alles gesagt. Fuck you. Fuck you. Wir können, wir können auch durchklettern durch den Tunnel. Ja, du musst aber erstmal der Ball weg. So. Lass mal sehen, was gibt's denn hier alles? Ein Hund und ein Vogel, Krakeleien. Aber wenn er das selber gemalt hat, ist ja ganz schön gut. Für Zweijährigen ist gar nicht schlecht, oder? Vor allem sind das Geburtstagsgeschenke für Mutti für die nächsten 10 Jahre. Aha. Geil. Boah, er hat voll den Speed drauf. Ja, man ist sogar schneller, da steht's auch noch. Man kann schneller krabbeln als laufen. Speedcrawler. Also bestimmt hier links oben raufklettern. Da so? Nee. Space da, nee, da links. Da, auf das da, Roll, so. Da aufs Dach hier. Au, jetzt aber aufs Kissen fallen wenigstens. Das Kissen. Ah, rennen kann ich auch. Der macht eklige Geräusche. Sitzsack. Was hat denn der für Bücher oder was ist das? VHS? Nee. Eine komische Sprache, weil er noch nicht lesen kann. Das ist ja geil gemacht. Stimmt. Das ist ja super. Cool. Cool. Aber wie konnte er denn dann... Hier, stopp, versuch mal, das richtig zu machen. Kegeln. Ja. Wo gibt er mal den Schatten? Alright, stop. Hammer time. Ja. Deswegen willst du nicht zum Bowlen gehen. Normal habe ich da schon mehr Schwung drauf. Aber, das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, du brauchst nur anklickern, oder? Reicht das nicht? Wenn du einmal, oder hold? Musst dann praktisch dann Schwung holen, dann loslassen, oder wie? Wenn ich halte, dann... Und wenn mit der rechten Maustaste kann ich ihn dann werfen. Ah, okay. Naja, vielleicht ist er einfach noch nicht so kräftig. Kannst du raufklettern? Natürlich. Aber es geht nicht richtig. Doch! Wo im Stehen? Look, Mom, no hands. Super. Das Spiel gefällt mir. Ja. Und top Kinderzimmer, so. Schon, ne? Das mit den Wolken ist ganz schön geil gemacht. Die Mama ordentlich hier mit Schwamm. Ah, siehst du, da kann ich nämlich. Da kannst du nämlich dann hoch. Ja. Immer erst die unterste Schublade, wo haben wir Amnesia gelernt. Und eine Spieluhr. Den kann ich aber nicht benutzen. Nee, geht nicht. Wie eine Spieluhr in einem Horrorspiel, das man nicht benutzen kann? Was ist hier denn los? Da läuft auch bestimmt der Tanz der Zuckerfee. Ah, guck. Oh, nee. Schau mal, da ist der Teddy. Hey, you found me. Servus. Der ist auch schon so ein bisschen hinüber, oder? My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. So ein bisschen gruselig sieht er schon aus. Ja. Ich dachte auch eigentlich, sie hätten den verändert, aber der sah tatsächlich in der Alpha, glaube ich, auch schon so aus. Okay. Wo ist der pinke Elefant? Da oben. Turn around and cover your eyes. Pink Elephant ist ein tolles Lied von Cherry Pop and Daddies übrigens. Ich drücke erstmal Escape. Ah. Das ist egal. Kannst du dich noch umgucken jetzt, wenn das oder kannst du nur Menü? Nee, das ist ein ganz normales Menü, aber. There. You can look now. Wie geil. Ja. Sehr cool. Ich möchte mal noch kurz gucken, ob ich in den Schrank reinkomme. Aber den musst du aufmachen. Meinst du, erst das Wegschieben davor? Meinst du, ich kann auch, wenn Monster kommen oder so, dich mit Escape die Augen zu machen und dann verschwinden die? Weiß ich nicht. Wenn ihr... Du kannst ja, du bist ja im Menü, das Spiel geht ja nicht weiter in letzter Zeit, oder? Ja, aber gerade hat er es ja auch gecheckt, so. Ja, genau. Also war es ja auch ein Trigger. Kann man sich merken. Da ist er. Boah. Mein Gott, bist du ein schlechter Verstecker. You found it. Wow, is that a music box? Does it work? Ach, waren wir wieder vorschnell, oder? Wie immer waren wir zu gut für das Spiel, haben alles schon vorher gemacht. Kannst nicht hochklettern, glaube ich, weil die andere Schublade blockiert da vorne. So. Ein bisschen reinschieben. So, jetzt.
Ach, jetzt geht's. Nee? Hä? Ah. Hä? That's a nice melody. So nicht zum Tanz der Zuckerfee. So, nu, Teddy, wie geht's weiter? Wie schnell so Zweijährige ungeduldig werden. Ein sprechender Teddy ist ungefähr für 2 Minuten interessant und dann. Und jetzt? Vielleicht mal Eisenbahn spielen? Ja, drück auf den Knopf. Oh, was war das? Ich war so umgeschmissen. What's this? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Der reimt well auf well. Unterschiedliche wells. Was ist das für ein Poet? Oh! Also gut. Er hat eben nicht aufgepasst, er hat gelesen. Does it run? How do you start it? Whoa. Round and round and round. Ja, nächste Fahrt kostet extra. Was hey, denn? Pick me up and carry me on your back. I want to show you something. We need someplace very dark. Ooh. Geh mal in den Schrank, ha? How about your closet? Bobby ist alles schon weiß. Wie immer haben wir heimlich vorgespielt. Wir kennen das ganze Spiel natürlich schon und versuchen das schauspielerisch perfekt zu verbergen. Wie immer kann ich mich einfach perfekt in einen Zweijährigen hineinversetzen. Das habe ich Amnesia auch gemacht. Ja, bis ich dich voll geschreckt habe. It has to be darker. Ja, ist ja gut. Shut the doors completely. Warum das Licht ist noch her? Ich wollte gerade nach oben gucken. Schon voll Immersion hier. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. Ja, kann man wohl sagen. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Oh. Dann leuchtet er so ein bisschen. Das ist ja cool. Nett. Ach, schau mal. Wow. Und es geht los. Wow. Ach, das ist nur ein Mantel, oder? Schrei ja nicht so. Sau. Ich mag nun mal keine Mäntel. Und die Musik wird auch schon blöd. Okay. Hat er nicht lang gehalten. Ganz schön viele Mäntel. Ja. Das sind so Slendermänner-Mäntel, weil die auch so lange Ärmel haben. Ja. Ja. Did you hear that? Ja. Ich höre ganz viel. Was hier? Ah, oh, boah. I think something's coming. Ah, Da raus oder hinter mir? Das ist doch die Schrank hat heute gewackelt. Here you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. Warum denn jetzt schon? Ich will ja nicht schlafen. You can go to sleep now. You can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Diese Logik. Ich könnte doch jetzt noch spielen. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Ich muss aber noch auf Toilette. Und ich will einen Schluck Wasser. Ich will noch nicht schlafen. Wie, keine Geschichte mehr? Du Rabenmutter.
Der große Durchschläfer scheint noch nicht zu sein. Ja, vorhin war es noch hell. Am Nachmittag ist jetzt schon ein paar Stunden hat er schon geschlafen. Ja. Wow. Oh. Klaut mal den Teddy. Oh. Hä? Bewegt sich das Bett hier? Wow. Ja. Das kommt mir doch jetzt bekannt vor, oder? Genau, das war auch der Anfang von der Alpha. Wir wissen allerdings nicht, ob der Rest des Hauses oder was wir jetzt gleich erleben, identisch ist mit der Alpha. Was bedeutet, dass ihr gleich wieder einschalten solltet zu Folge 2 von Among the Sleep. Bis bald. Bis dann. Ciao.